Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute werden wir mal schauen, dass wir deinen Seelenrhythmus, deinen inneren Rhythmus so weit mit der Zeit synchronisieren, dass du nicht mehr das Gefühl hast, die Zeit entflieht dir oder die Zeit läuft rasend schnell. Das heißt, wir schauen, dass wir die Rhythmen wieder mehr anpassen. Und dass wir alles, was dich aus diesem Rhythmus bringt, zuerst einmal lösen, ablösen von dir, sodass eine gewisse Transformation auch stattfinden kann. Und da lade ich dich gleich mal dazu ein, schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein. Und wieder aus. Und ich lade dich jetzt mal dazu ein, deinen Herzschlag zu spüren, wahrzunehmen. Wenn du möchtest, leg einfach mal eine Hand auf die Brust und schau mal, ob du deinen Herzschlag wahrnehmen kannst. Und wenn du ganz ruhig und entspannt wirst, dann fokussier dich mal auf den Schlag deines Herzens. Egal, ob der jetzt eher ruhig ist oder eher schnell ist, schwing dich einfach auf den Schlag deines Herzens ein. Und beobachte ihn. Und du brauchst dich jetzt momentan auf gar nichts anderes zu konzentrieren. Du beobachtest den Schlag deines Herzens. Und versuche auch so tief wie möglich in diesen Schlag einzutauchen, in diesen Rhythmus einzutauchen, deinen Herzensrhythmus. Und wenn du dir vorstellst, du hättest eine Trommel vor dir, dann kannst du das so visualisieren, als würdest du diesen Rhythmus trommeln. Bam, bam, bam. Stell dir einfach vor, du übersetzt den Rhythmus deines Herzens in einen Trommelklang, in einen Urrhythmus. Das ist so eine ganz archaische Trommel, sodass ein Urrhythmus entsteht. Und dieser Trommelklang der schwingt jetzt weiter und hüllt dich ein. Also nimm einfach wahr, dass du vom Klang deines Herzens umgeben bist. Babam, babam, babam. Ganz egal, wie das klingt. Du kannst diesen Rhythmus auch, wenn du möchtest, klopfen. Aber nimm wahr, dass du von diesem Rhythmus jetzt umgeben bist. Rhythmus deines Herzens. Und alles, was jetzt in deinem Umfeld ist, in deinem Leben ist, das den Rhythmus deines Herzens einschränkt oder einengt oder womöglich anstrengt, all das darf nun transformiert werden. Und ich nenne das jetzt mal die Energien der Enttäuschung.
Alles Enttäuschende soll dein Leben jetzt verlassen und darf dein Leben jetzt auch verlassen. Enttäuschende Beziehungen, Dinge, in die du vielleicht investiert hast, sei es jetzt emotional oder zeitlich, die aber nicht so den Benefit bringen, wie du es dir vorstellst. All diese Enttäuschungen dürfen jetzt abfließen. Und nach diesen Enttäuschungen dürfen jetzt auch Stressfaktoren sich lösen. Und ein Stressfaktor ist einfach etwas, wo du nicht in deiner Mitte bist, wo du nicht bei deinem Herzen bist, wo du nicht bei deinem Herzen bleiben kannst, in deinem Rhythmus bleiben kannst, sondern wo ein Rhythmus von anderen deinen Rhythmus stört. Und auch diese Energien dürfen sich jetzt lösen und transformieren. Und du bleibst bei deinem Herzensrhythmus. Und vielleicht bekommt dein Rhythmus jetzt etwas mehr Raum. Aber du musst dir noch gestatten, dass du diesen Rhythmus auch erden kannst. Das heißt, dass du diesen Rhythmus in deinem Leben einfügen kannst, integrieren kannst und auch umsetzen kannst. Also fließt jetzt mal Erdung und Umsetzungskraft durch dein System und dein Rhythmus bahnt sich jetzt den Weg in die Erde. Und erlaube dir mal, dass dieser Rhythmus wirklich tief tief hineingeht in die Erde, ganz tief, sodass du den Herzschlag der Erde wahrnehmen kannst. Und wenn du da reinspürst, und das klingt vielleicht wie eine tiefere Trommel, aber wenn du reinspürst, ist der Rhythmus der Erde mit dem Rhythmus deines Herzens ident. Mit deinem Seelenrhythmus ident. Und spür jetzt mal rein, spür mal diese Stärke, spür mal diesen mächtigen Rhythmus. Und in diesen großen Rhythmus gibst du deinen Rhythmus hinein, wirst angebunden an diese innere Klarheit, diese innere Stärke, diesen inneren Rhythmus. Und du spürst jetzt, wie dieser Rhythmus, der Erdrhythmus, den Rhythmus von deinem Leben und vor allem auch von deinem Körper harmonisiert. Verspannungen lösen sich. Und du spürst, dass all deine inneren Organe sich reinigen und an den idealen Zustand angebunden werden. Und du spürst auch alle
Organe, die jetzt Stress haben oder die angestrengt sind, dass dieser Stress, diese Anstrengung dein Energiefeld verlassen kann. Und du spürst, dass dieser große Herzschlag von Mutter Erde schon immer da gewesen ist, aber dass du vielleicht auch so konditioniert wurdest, dass du diesen Herzschlag gar nicht wahrnehmen kannst. Und du erlaubst dir jetzt ganz tief in deinen Rhythmus einzutauchen, tief in den Rhythmus von Mutter Erde einzutauchen. Und in dir breitet sich jetzt Freiheit und Klarheit aus. Und du kannst jetzt wahrnehmen, wie sich aus deiner Herzgegend ein Bild von dir selber löst, ein Bild, mit dem du dich identifiziert hast, in das du dich verliebt hast, das Bild der gestressten Frau oder des gestressten Mannes. Und du betrachtest jetzt mal dein gestresstes Ich, wie du so deinen Alltag bestreitest, losgelöst vom Rhythmus von Mutter Gaia. Und schau dir das mal an. Und anstatt mit dem Rhythmus, dem Herzschlag, der Zeit oder von Mutter Gaia zu gehen, kämpfst du gegen diesen Rhythmus an. Und versuchst die Zeit zu umgehen, auszutricksen, zu betrügen. Alles nur, weil dein gestresstes Ich, dein Alltags-Ich, nicht mit dem Urrhythmus verbunden ist. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt diese Persönlichkeit, diesen gestressten Anteil liebevoll transformieren lassen. All den Stress, all die Bemühungen. Ich erkenne allen Stress, alle Bemühungen an. Aber ich erkenne auch, dass mich all dieser Stress und diese Bemühungen nirgends hingebracht haben. Und dass ich all das auch ohne diese Energie erreicht hätte. Und ich bitte nun darum, dass der Stress, das Aufgebrachte, diese Persönlichkeit, dieser Teil transformiert wird. Und dass ich diese Energie jetzt loswerden kann. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass dein Herz schon mehr mit dem Urrhythmus in Verbindung steht, mit diesem Trommelklang. Und nun darf jegliche Enttäuschung, Müdigkeit und Erschöpfung aus deinem Herzbereich entfernt werden. Alles, was dich müde gemacht hat, wird nun aus deinem Herzbereich entfernt und transformiert. Und du spürst, dass du immer mehr und immer stärker mit dem Urrhythmus in Verbindung gehst.
Und du spürst jetzt auch, dass dieser Urrhythmus dir Kraft gibt und dir Klarheit gibt. Und du kommst zu 100% in diesem Augenblick, in diesem Moment an und spürst, gegenwärtig, es gibt nichts zu gewinnen. Es gibt kein Rennen zu gewinnen, es gibt nichts zu erreichen. Du bist bereits angekommen. Und alle falschen Bedürfnisse, alle Bedürfnisse, die nicht deinem Innersten entsprechen, dürfen sich nun transformieren und von dir abfallen. Du spürst jetzt, dass du Schöpferin, dass du Schöpfer deines Lebens bist. Und du gehst ganz klar in deine Selbstbestimmung, in deine Identität. Und du machst dir bewusst, dass von diesem Augenblick an dich nichts aus deiner Kraft, aus deiner Mitte bringen kann. Dass du die Herrin oder der Herr über das sogenannte Zeitgefüge bist, dass du in deiner Kraft bist, dass du dir treu bist und voller Hingabe dich dem höchsten Licht auch eingliederst. Erlaube dir nun die Freiheit und die Liebe ganz klar zu empfangen. Und du spürst einen tiefen Frieden. Und ohne jegliche Hast eine energetische Lebendigkeit, wo es nicht darum geht, von A nach B zu kommen, Ziele zu erreichen, sondern zu leben und dein Leben in allen Facetten, die deinem Herzensklang entsprechen, deinem Seelenklang entsprechen, auszukosten. Nun fokussiere dich nochmal auf dein Herz, deinen Herzensklang und bedank dich mal bei der geistigen Welt, bei deinen geistigen Helfern und Führern, dass sie dich während dieser Reise begleitet haben. Und dann atmest du noch einmal tief ein und wieder aus. Fühlst noch mal nach und streckst dich mal durch, bewegst deine Arme, deine Beine. Und kommst ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und lass dir einfach genauso viel Zeit, wie du brauchst. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann atmest du nochmal tief ein und wieder aus.
und öffnest deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir gegangen? Was hast du wahrgenommen? Wie fühlt es sich jetzt an? Spürst du, dass du freier geworden bist? Dass du ruhiger geworden bist? Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Reni. Tschüss.